Ja, hallo meine lieben Strategiespielgemeinde, liebe SoulSystem-BewohnerInnen. Es geht weiter mit Old World von Moha Games. Für diejenigen, die von Anfang an dabei sind, haben jetzt tatsächlich, muss ich sagen, sorry, habt ihr jetzt ein bisschen länger warten müssen auf diese Folge. Dafür entschuldige ich mich, kam ein bisschen Real Life dazwischen und auch sonst diese Projekte, die ich sonst noch so auf dem Kanal habe. Deshalb Old World mit einer kleinen Unterbrechung jetzt unterwegs gewesen oder eben halt nicht, je nachdem, wie man das sieht. So, wir spielen immer noch Babylon und wir haben uns schon recht gut ausgedehnt und ich bin recht zufrieden, wie es bisher mit Babylon gelaufen ist. Mache mir natürlich große Sorgen hier um die Römer, mache mir auch große Sorgen um Ägypten, das wisst ihr ja aber alle schon, wobei ich dazu sagen muss, dass das ja mit den Römern ein ganz gutes Verhältnis ist, wenn nicht zu sagen, sogar ein Spitzenverhältnis, 116 plus, also ihr seht halt hier wirklich, die sind echt glücklich, ja, nur weil wir eine falsche Religion aus ihrer Sicht haben, mögen sie uns ein bisschen nicht, und weil wir sehr dicht an sie ansiedeln, gibt es auch nochmal einen kleinen Malus auf die Beziehung, ja, aber nichtsdestotrotz, da haben wir uns was Schönes zusammengebaut mit denen, bin ich sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so leicht, immer in dem Spiel Freunde zu finden. Und es soll es auch gar nicht, ne? Es darf ruhig auch mal ein bisschen schwieriger sein. Die Römer sind ein eher kriegerisches Volk in dem Spiel auch. Da bin ich froh, wenn ich sie von mir weghalten kann. Der Ziggurat des Mondgottes wurde von den Griechen erbaut. Können wir uns vielleicht mal angucken, wenn ich dran denke. Karthago hat jetzt Frieden mit Ägypten, also die haben jetzt ein besseres Verhältnis zusammen. Also nicht so ein Waffenstillstand, Frieden ist nochmal eins drüber, sag ich mal. Und unser Wissenschaftler ist gestorben. Im Alter von 56. Er hat uns gut gedient, gibt uns 20 Erfahrungspunkte. So, Herzogin Ann soll verheiratet werden. Sie ist 20 Jahre alt. Und da bietet sich der 28-jährige Baumeister hier an. Und da bietet sich der 32... Nee, das mache ich nicht. Dann nehme ich einfach Burna Buriash von Babylon. Der ist natürlich die bessere Wahl, behaupte ich, von den Kunsthandwerkern. Dann schaue ich mir das mal ganz kurz an noch. Ja, das ist okay dann. Ja, hier seht ihr, die Amoriter sind etwas angesäuselt wegen dieser Tatsache. Aber ja, ist halt so, wie es ist, ne? So, dann hat M schon mal jemanden erhalten. Wunderbar. Okay. Ich guck mal ganz kurz nochmal wegen Ausbilden. Nee, geht nicht. Geht nicht. Und die andere ist noch zu jung. Okay, okay. Bisschen muss ich Überblick auch wieder gewinnen, weil auch für mich liegt es ein bisschen zurück. Plus 4, plus 20. 16, natürlich gehen wir dann hier auf die Krabben. Das gibt uns plus 4 Wachstum und plus 20 Nahrung pro Jahr. Ja, doppelter Ertrag von Jäger. Ja, das ist schon nicht schlecht. Da hat sich das noch mehr gelohnt, hier eine Stadt von den Jägern zu errichten, weil die Erträge einfach mal ordentlich geboostet werden. Kann man nicht meckern. So, in unserer Hauptstadt Babylon haben wir jetzt hier die Salzmine gemacht. Und ich überlege, was ich als nächstes machen könnte. Ich sag immer Steinbrüche, Steinbrüche, Steinbrüche und da bleibe ich auch bei. Gibt dir ganze plus 10. So, der Krieger hier, der bleibt jetzt mal hier. Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken, wo das war. Hier. Wecke eine Einheit, wenn sich eine feindliche... Ja, das kriegst du jetzt mal, dass du jetzt nicht dauernd störst hier. Und dann machen wir das hier genauso. Und hier machen wir das genauso. Und der hier, der kann sich schon mal heilen jetzt. Wir haben diese wunderschöne Stadt ja auch hier errichtet, vor kurzem. Oh, da scheinen noch ziemlich viele Befehlspunkte übrig zu bleiben am Ende der Runde. Und ich schaue mich jetzt mal um. Wo ist der eine Speer? Der eine Speer ist hier und der andere ist dort. Dann nehme ich jetzt erstmal den Dude hier. Der darf jetzt erstmal erkunden ein bisschen. Wie ihr seht, nimmt er ganz lustige Wege. Ups, aber so ist er halt tatsächlich am schnellsten. So, dann gehen wir halt mit ihm nochmal in die Richtung runter. Das wird bestimmt auch nicht verkehrt sein. Und dann hier hoch.
Und dann nochmal hier lang. Okay, dann haben wir nochmal einiges entdeckt von unserem Kontinent. Hier oben will ich auch noch ein bisschen reingucken bei den Ägyptern. Ne? Mal schauen, was die so treiben. Aber das wird wohl schwer, mit dem ganzen Gebirge drumherum die gescheit zu erreichen. Leicht wird das nicht so. Gut, die Stadt Akkad, die kleine Stadt Akkad, da müssen wir nämlich auch echt aufpassen. Was mache ich mit der als nächstes? Ich habe so viele Fragen in meinem kleinen Köpfchen. Ich glaube, ich booste denen ihre Verwaltung. Könnte ich auch das ein oder andere Projekt. Gut, wobei ich auch sagen muss, noch ein weiterer Schleuderer wäre nicht schlecht. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen geizig, was die Steine angeht. Das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Nee, ich gehe mal hier auf die Verwaltungssachen, dass die schneller gehen in Akkad. 3 Pünktchen haben wir noch übrig. Ja, das ist noch das gleiche. Ja, guten Morgen, Ben Cake. Und nächste Runde. Geht alles in die gute Kasse. 30 Goldmünzen gibt es nämlich nochmal hinzu. Durch das, dass ich so viele Befehlspunkte jetzt übrig gelassen habe. Nicht mehr lang bis zur Forstwirtschaft. Das ist sehr, sehr wichtig. So ein Nebukadnezar ist nun bekannt als der Großmütige. Wir leveln also weiter. Wir bekommen dadurch auch immer mehr Legitimität. Und du hast die Ambition, vor allem du kontrolliere 6 Stadtteilverbesserungen. Jawohl, nochmal plus 10 Legitimität. Die nächste Ambition bringt uns nochmal ein bisschen näher an den Sieg. So, Romulus der Glorreiche von Rom ist tot. Ein neuer König Remus ist jetzt, hat den Thron übernommen. Okay. Herzog Lino, dein Enkel ist dritter, davor ist gestorben. Was? Im Alter von 16? Warum? Hä? Herzog Lino, dein Enkel, dritter in der Thronfolge, ist gestorben. Sorry Lino, du bist weg. Mitfühlend war der und intolerant. Schüler der Taktik und Hundebesitzer, tot. Hä? Oh, Anne ist jetzt lüstern. Und die Mission von Nabonidus, dem Geistlichen, führte zu einem Ereignis. Okay, und das ist bei Helen, okay. Ja, da tun Jungs eine Katze ärgern. Und ich muss jetzt entscheiden, was ich mache. Mut. Charisma. Ich gebe ihr Nummer plus 1 Disziplin. Oh, nicht schon wieder. Das mag ich bei dem Taktik-Ding überhaupt nicht. Also, jetzt weiß ich, warum er tot ist. Also, er war im Training und da, im Militärtraining, im Kampftraining, dabei gab es einen Unfall und jetzt ist er tot. Das kommt so oft vor. Also, entweder, ja, hier auch, genau, er wurde von einem, er wurde vom Pferd geworfen, hat sich dabei das Genick gebrochen. Glückwunsch. Da frage ich mich, ob da nicht irgendwas vorgesetzt wird, weil ich finde es so blöde. Ich finde es so blöde, dieses Ding, ehrlich. Dass du halt einfach einen Quest kriegst da davor. Achtung, soll er dieses riskante Training machen, A, B, C, ja, dass ich dann eine Entscheidung fällen kann. Und dementsprechend steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt. Bei diesem Trainingsunfall, da hast du einfach keinen Bock mehr, den Perk Taktik zu wählen. Da habe ich einfach auch keine Lust mehr mit. Also muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir werden jetzt alle trauern und das gibt ihm jetzt für einige Runden nochmal sehr viel Charisma dazu. Jo, das ist jetzt halt auch nicht so geil. So, wir sollen die nächste Ambition wählen. Und da schaue ich mal, was die Amoriter wollen. Ich soll 4 Holzfäller-Spezialisten kontrollieren. Ja, das kriege ich hin, locker. Aber es wird noch eine Weile dauern. So, Nebukadnezar kann es echt auch nochmal verbessern. Ich könnte Pfadfinder werden, Lager- und Fischernetze. Das muss ich mir angucken. Also, Lager haben wir keine, Fischernetze haben wir keine. Okay. Schnüffler, Mine und Steinbrüche oder ich gebe ihm einfach plus 1 Disziplin. Ich mache ihm jetzt aber, weil er hier den Schnüffler. Da kriege ich mehr Ertrag aus Minen und Steinbrüchen von 20%. Plus 50% Ertrag. Aha, plus 2 Kultur, plus 20 davon, plus 2,5. Plus. Ja, das ist schon übelst gut. Also bekommt er einfach, weil wir sehr viele Erträge dadurch erwirtschaften. Im Bereich der Mineralien. So, okay. Also gut, dann haben wir hier etwas Schönes gemacht.
Dann geht man tatsächlich dahin. Ich finde das gar keine schlechte Idee von dem Spiel. Und noch einen Steinbruch bitte. Und 40 Holz. Schaden tut das nicht. Noch zwei Runden bis zur Forstwirtschaft. Den heilen wir auch nochmal. Dann gehen wir nochmal in den Familienstammbaum. Ja, das ist bitter. Also war auch das letzte Mal, dass ich jetzt Schüler der Taktik mache in dem Spiel. Ich sehe es halt jetzt gerade wieder halt ganz deutlich, wie großartig das funktioniert. So, der Geistliche trainiert jetzt nochmal Helen. Und dann sind unsere beiden Speer schon wieder dran. Da ist jetzt das Gebiet auch komplett zugemacht. Dann gehst du mal noch dahin. So will ich das haben. Und der Dude hier, der läuft jetzt einfach mal ein bisschen rein. Und erkundet auch mal das Gebiet bei den Römern. Ich hoffe, die Römer sind mir da nicht sauer. Und deckt dann hier jetzt maximal auf, was halt geht. Oh, Maus ist über irgendwas drüber gekommen bei mir. Nein! Funktioniere wieder. Dankeschön. Und dann beenden wir auch dieses Jahr. Zügig geht's weiter im Spiel Old World. Bin gespannt, wie sich die Partie noch entwickelt. Oh! Die bauen auch noch den großen Leuchtturm, die Griechen. Und der Zoroastrismus hat jetzt nochmal einen Perk dazu bekommen. Gesetzlichkeit, gut. Die Karamia kann nun von Vertrauten unterrichtet werden. Neferure, die Kräftige, ist tot, jawohl. Und dann Thutmose ist der neue Herrscher von Ägypten. A time to kill results. News has arrived from Waset, Königin Neferure, die Kräftige, ist tot. Unser Assassine adeptly shot her from a verdant hillock while setting up a party to take the blame. Interessant. Now, as long as our involvement is not discovered, our problem with Egypten should be over. Jawohl, es ist uns gelungen, das Attentat. I'm sure it will be fine. König Thutmose, der Neue, ist ja jetzt der neue Herrscher. Wir haben uns ja nicht mit ihr verstanden und ich habe gesagt, ihr sollt in Ruhe euch überlegen, wie ihr die aus dem Weg räumen könnt. Und es ist uns gelungen. Aber es könnte noch zu zukünftigen Ereignissen führen. Und ich fürchte mal, dass die schlecht sind. Aber unser Verhältnis ist nicht mehr ganz so schlecht, wie das vorher einmal war. So, vielleicht können wir sogar noch ein bisschen hier was tun. Wir könnten auch mal eine Handelsmission machen, um den einen oder anderen glücklicher zu machen. Ich schaue mal, ob das mit Ägypten klappt. Das kostet uns 100 Verwaltung und 2 Befehlspunkte. Mache ich mal. 3 Jahre ist sie jetzt unterwegs, Herzogin Anne, die Lüsterne, und versucht ein bisschen ein besseres Verhältnis über einen Handelsweg mit Ägypten hinzubekommen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ein bisschen wieder Vertrauen aufbauen. So, hier, den da würde ich gerne verbessern. Level up über befördern und jetzt überlege ich, ob ich mehr Verteidigung ihm gebe, ob ich ihn schneller machen kann, dass er mehr Schaden gegen Stämme macht oder dass er mehr Schaden gegen berittene Einheiten macht. Und ich sage, du machst mir bitte mehr Schaden gegen berittene Einheiten. So, einfach auch mal ein Level up geben. Einfach, weil ich es kann. So, hier haben wir ein Schleuderschützen, der darf auch gut hier genauso aufpassen. Und dann sind wieder diese beiden Speer dran. Sehr schön. Da wollen wir mal doch immer ein bisschen mehr aufdecken. Mehr jetzt im doppelten Sinne hier. Und der Dude, der geht auch mal hier weiter. Sehr schön. Und dann habe ich, glaube ich, das Problem, dass ich sie nicht ausbilden kann, weil alle beschäftigt sind. Das ist korrekt. Mir fehlen jetzt so ein bisschen die Höflinge. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und wir haben halt auch unseren König halt als Statthalter unterwegs. Deswegen kann er jetzt nicht noch jemanden nebenher ausbilden. Das geht halt nicht beides. So, was ich noch wissen wollte. Das geht nicht, natürlich nicht. Okay.
Habe ich da echt noch nirgendwo Garnisonen gebaut? Das ist ja interessant. Okay, dann ist es halt so, wie es ist. Alles klar, kein Problem. Ich will mal gucken, ob wir noch einen Gouverneur einsetzen können oder nicht. Ja, halt eben nicht. So, also Kish. Was machen die Jungs? Ich sage ja immer, frischer Fisch kommt aus Kish, ne? Dann wollen wir auch mal einen Fischer machen, würde ich sagen. Ne? Das dehnt es da oben rum aus. Und was ist, wenn der Fischer einfach dahin geht? Ja, das will ich eher. Habe ich den Wald nämlich noch mit dabei. Den Spezialistfischer hätte ich gerne. Schaden. Wird es den Jungs auch nicht? So, Babylon. Ich suche eigentlich hierfür einen Spezialisten, ja. Da brauchst du einen Bergarbeiter, den will ich aber unbedingt haben. So, zack. Nämlich nur so bekommt er ja auch die Luxusgüter tatsächlich. Ne? Er bewirtschaftet zwar das Feld, aber er wird noch nicht weiterverarbeitet oder verfeinert. Und dazu brauchst du so einen, um dann auch die Luxusgüter da draus zu ziehen. Ne? Okidoki. Nächste Runde. Immer so ein bisschen warten, was die anderen so machen. Gerade eben ist das Verhältnis mit Karthago so voll in den Keller gestürzt. Ich weiß überhaupt nicht, warum. So, Remus ist auch mittlerweile schon tot. Aulus ist der neue Herrscher, jetzt im Alter von 32. Mhm. Ägypten hat jetzt Frieden mit Rom. Mhm. Rom erklärt Krieg den Karthagern, okay. Und Anne hat ihr erstes Kindchen geboren. Das ist schön. Meine Gemahlin will irgendwas. Plus 10 Kultur in Nippur. Ne, will ich nicht. Wissbegierig. Ja, nee, dann befriedige ich ein bisschen die Religion. Thank you, we shall accept your gracious offer. Plus 10 Kultur in Nippur und der babylonische Glauben kriegt 20 Meinungen, aber ich muss 4 Befehlspunkte ausgeben, aber das ist okay. Hier gibt es einen gratis Baumeister, nehme ich gerne mit, denn wir haben es geschafft, wir haben jetzt endlich die Technologie Forstwirtschaft abgeschlossen und jo. Das heißt, wir können jetzt endlich richtig ordentlich und nicht nur über irgendeinen Tribut halt vom Handel von Karthago, wir können jetzt tatsächlich auch dann gleich uns drum kümmern, den einen oder anderen Wald anzuschließen. Und das sollten wir auch wirklich zeitnah tun. Das ist eigentlich jetzt hier völlig hanebüchen, was mir hier gerade das Spiel vorschlägt. Was für Sägewerke sind denn hier möglich in der Hauptstadt? Plus 6, plus 9 sehe ich hier. Da oben auch plus 9. Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen sputen, würde ich sagen. Und zwar gehe ich erstmal dann hier hin und dann bewegst du dich dort hinten. Okay, alles klar. Dann der andere. Hier haben wir auch ein Tempelchen fertig gemacht. Ja, hier sind die Sägewerke jetzt nicht so mächtig. Dann würde ich mal sagen, ich glaube, es ist tatsächlich Zeit hier für eine weitere Garnison. Diesmal mache ich es. Gibt uns ja auch Befehlspunkte mit, ne? Wenn man sowas macht. Oh, die Knochen eines garkuturanischen Biestes. Some have begun calling this creature a dragon. And they claim it once walked the earth. Jawohl, wir haben einen Dino gefunden. So, wir könnten dispatch a scout to search for similar bones. Plus 5 Befehlspunkte, erhalte einen Speer in Babylon. Send wise men to investigate, gibt mir 44 Forschung. Oder send soldiers to protect the sites from dragons. Erhalte einen Krieger in Babylon und ich muss nur 50 Training ausgeben und 65 Eisen. Ich möchte gerne den Schutz vor den Drachen haben. Einfach einen Krieger umsonst zu bekommen, ist sehr mächtig. Herzogin Helming wird geschmeichelt von König Nebukadnezar. Herzogin Helming wird verwöhnt. Nee, kriegt sie nicht. Herzogin Helming wird zerstritten mit Nebukadnezar. Herzogin Helming kriegt plus 1. Ist gut for Partys her. Sie muss irgendwas Anstrengendes lernen. So. Was er keinen Bock drauf hat. Aber es ist mir egal. Oder es ist uns egal, besser gesagt. So. Ein weiterer Krieger. Der wird jetzt erstmal kurz so durchgeskippt. Du genauso kriegst jetzt hier das Wachauge.
Ich überlege gerade. So, das ist der Chris. So, wie erkunde ich am besten weiter? Erstmal. Nö, dann fahren wir einfach mal hier gnadenlos durch. Das sieht man, kommen wir am weitesten. Fahren wir hier runter. Ja, dann gehen wir nochmal dahin. Sehr schön, dann haben wir diese Seite auch schon mal komplett aufgedeckt. Dann haben wir noch zwei Befehlspunkte. So. Dann dürfen wir in Nippur eine Produktion machen. Dort haben wir Festspiele veranstaltet, damit die Zufriedenheit ein bisschen besser wird. Joa. Und ich frage mich, was machen wir da als nächstes? Dann machen wir hier mal noch so einen Bergarbeiter. Der kommt jetzt hier hin an die Eisenmine. Und beende ja. Ich blicke auch mal kurz oben rein in den Punktestand und wir sind noch in Führung. Oh, wir sind schwer krank geworden. Nabonidus der Geistliche hat ein Weisheit der Hellen gegeben. Alles cool. So, ganz wichtig ist die Vereinödung. Damit kann ich so viele schöne Sachen anschließen. Und deswegen mache ich die das jetzt. Mache ich dies nun so rum. 2 und 10. Das bringt alles gleich viel Wachstum. Dann gehen wir dahin, weil es nicht so viele Befehlspunkte kostet. So, du wolltest zu dem Sägewerk dort oben, wenn mich nicht alles täuscht. So, das ist der Gratis-Baumeister, den wir bekommen haben. Drei Städte jetzt, eine Stadt mit drei Baumeistern zu beglücken, muss nicht sein. Deswegen schicke ich den Dude hier rüber. Die haben nämlich schon zwei, die Hauptstadt. Das ist einer zu viel, würde ich mal behaupten. So, wir könnten tatsächlich noch eine Mine gebrauchen. Wir könnten auch noch einen Steinbruch gebrauchen. Aber ich glaube, ich mache hier die 13,5er Mine noch dazu. Ja, ist jetzt hier oben so ein bisschen unser Minenviertel im Norden von Babylon. Und überheblicher Erbe. Aha. The Royal Family of Carthago visits the court during a feast. Prinz Yutpan of Carthago makes his shocking boast about how much better a ruler he will be. One day, König Himilco, der Steinmetz von Carthago, kites him for his harshness and turns to us for support und bittet uns um Unterstützung. Wir könnten den jetzt verärgern, aber der ist 37, der wird noch eine ganze Weile herrschen. Und der da ist 28. Wir tun Himilco zur Seite springen und sagen, das geht gar nicht, was fällt dem Sohn ein? Himilco, du bist der allercoolste Herrscher, den Karthago jemals gesehen hat. So. Carmia darf jetzt auch was lernen. Und zwar, Carmia wird jetzt Philosophie lernen, weil ich es möchte. Ja, danach kann man es nicht mehr ausbilden. Deswegen werde ich jetzt noch einmal den Nabonidus hier ansetzen. Und Kamia muss halt gucken, wie sie klarkommt, ne? Die Arme. So kann es einem gehen. Alter,
als nächstes. Ikibi, was machen wir mit dieser Stadt als nächstes? Zufriedenheit ist okay. Ich glaube, wir machen auch erstmal das Gericht, damit wir halt im Verwaltungsbereich schneller sind, wenn es dann drauf ankommt. Nein, da will ich lieber den Römererkunder spielen. Weil das auch recht flott geht. Okay. Gut. Und noch eine Runde. Die Handelsmission zu den Ägyptern brauche ich jetzt schon, weil es minus 75 wieder ist, ne? Ja, okay. Wir sterben bald. N ist zum Heidentum konvertiert. Unser Gesandter N completed. Sie hat die Mission geschafft und wir müssen jetzt überlegen, was wir wie tauschen. Wir werden Verwaltung für Eisen geben, sag ich da dazu. Na, ja, ist nicht schlecht. Können wir ja gleich noch eine Mission geben? Dann machen wir jetzt mal eine Handelsmission mit den Römern. Aha. Ja, okay, wir haben eine Möglichkeit, Kamia besser auszubilden. Dafür geben wir 300 aus, das mache ich. Sie wird Pflanzenkenner, Zimmerer oder sie wird gebildet. Und sie wird gebildet, die Kamian kriegt nochmal plus 2 Weisheit. Also das hat sich schon mal richtig gelohnt. So, Herzogin Helin ist mit ihrem Handelsstudium fertig. Und wir müssen überlegen, was sie machen. Sie kann Intrigant werden oder sie kann Redner werden. Und dann wird sie ein Redner. So, die Vereinödung ist noch in der Mache. Ich überlege gerade, was man am besten... Das können wir nämlich dann auch nochmal anschließen, wenn nämlich gleich zwei Sachen auf einmal. Dann gehen wir mal hier hin und errichten erstmal noch einen Steinbruch. Hier mal genau einen selbigen gemacht. Dann gibt es da oben Sägewerk, das plus 8 bringt. Und dann hätte ich das gerne mal. Sehr nice. Babylon. Die haben jetzt den Bergarbeiter fertiggestellt. Und hier oben blinken jetzt die Luxusgüter. Okay, bevor ich das jetzt mache, schaue ich mir was anderes an. Und zwar gehe ich dann nochmal in die Städte hinein und schaue mir die Gesamtsituation an. Hey, wie sortiert denn das jetzt? Warum? Da ist doch schon Stufe. Ah, der sortiert nach pro Jahr, was es dazu bekommt. Okay, ich verstehe. Das heißt, Kish sieht so aus, als wollten die da echt so ein bisschen noch Theater machen. Nippur ist aber schon auf Stufe 2, wenn man es ganz ehrlich nimmt. Nippur ist schon auf Stufe 2. Dann gehen wir mal nach Nippur. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Verwalte Luxusgüter. Ich schicke hier mal das Salz hin und sage als nächstes auch Festspiele nach dem Bergarbeiter. Sollen die mal eine Party feiern, damit die mal ein bisschen zufriedener sind. Die stressen da so ein bisschen rum, die Nippurianer. Das sind immer alles andere als witzig. So, Babylon, der Bergarbeiter fertiggestellt. So. Hat wunderbar funktioniert hier mit dem Salz, würde ich sagen. Und ich bin halt so ein Freund von, mach deine Bevölkerung erstmal glücklich, bevor du irgendwelche superreichen Familien unterstützt. Weil wenn die mir aufs Dach steigen, die eigene Bevölkerung, das wäre schlecht. Wir haben ja nicht vor uns, irgendwie einen Weltraum abzusetzen. Oder auf eine Insel oder sonst irgendwo. Noch nicht. So, was könnten wir mit denen denn machen? Ja, noch kann ich die Holzfäller nicht machen, liebes Spiel. Da unten willst du einen Steinmetz, da willst du den Viehzüchter, okay. Ja, der interessiert mich ein bisschen. Das ist jetzt nicht so mächtig. Der Akolyt macht auch nicht schlecht. Nö, dann hätte ich gerne mal diesen dichten Lehrling, bitte. Da kenne ich doch gar nichts.
So, die Produktion in Akkad ist jetzt auch wichtig. Wir haben jetzt dort unten das Gericht fertiggestellt. Schöne Sache. Und wir werden jetzt in dieser kleinen Stadt tatsächlich, weil sie so abgeschieden ist, auch wenn es noch sehr, 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 sehr lange dauert, ja, tatsächlich, ich mache das, ich errichte hier jetzt mal Mauern. Denn, also die sind total ungeschützt, das gefällt mir überhaupt nicht. Und da kriegen die jetzt auch Verstärkung. Also dann verzichte ich auch auf die Speer oder sonst irgendwas. Sehe ich ein, muss ich Leute hinschicken, ne? Früher war mal V, um nachzugucken, ob die verbunden sind und wie mit der Hauptstadt. Dabei ist jetzt auch egal. Ja, und hier wird tatsächlich... Ach, ganz da oben im Norden sind die Griechen also. Okay, und da haben die diesen Ziggurat gebaut. Interessant. Die sind ganz weit da oben. Faszinierend. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ihr seht auch hier übrigens... Was ich euch noch nicht gezeigt habe, so einen schwarzen Rand, seht ihr das? So ganz dunkle Gewitterwolken. Das könnt ihr nicht betreten. Also die Karte besteht wirklich jetzt hier so, sage ich jetzt mal, bis dorthin, bis diese dunklen Blitze kommen, da ist nichts mehr. Das ist der Rand der Welt sozusagen. Und ihr habt diesen Flecken, das ist dann sozusagen euer Planet in Anführungszeichen, auf dem ihr euch bewegen könnt. Und ja, ich mutmaße mal, dass wir jetzt 2 oder 3 Kontinente haben. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß es, aber ich verrate es euch nicht. Und dann schauen wir mal, wenn wir das weiter erkunden, die Karte, wie das Ganze sich gestaltet. Nun, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass wir mal ein paar Tage auf Old World habt warten müssen. Und ja, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer BenCake28.